Ich möchte über die Anfänge der Umweltmeteorologie an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik berichten. Diese Anfänge liegen lang, weit zurück. Man könnte fast sagen, es war einmal. Es war einmal eine junge, dynamische, tatkräftige Assistentin an der Universität Wien. Die war beschäftigt bei Heinz Reuter, Professor für theoretische Meteorologie am Institut für Meteorologie und Geophysik. Reuter war interessiert an der Theorie der Schadstoffausbreitung in der Atmosphäre. Er hat zu diesem Thema publiziert und war auch tätig als Gutachter im Behördenverfahren bei Neuplanungen von Industrieanlagen, kalorischen Kraftwerken und dergleichen. Im Jahr 1976 übernimmt Reuter die Leitung der ZAMG und er gründet auch in diesem Jahr die Arbeitsgruppe Umweltmeteorologie mit einem ersten Mitglied, Helga, und ich folgte dann. Wir waren also ein Zwei-Damen-Betrieb. Helga an der Universität nach wie vor beschäftigt, ich an der Zentralanstalt in einer überwiegend männlich geprägten Arbeitsumgebung und mit Unterstützung durch Reuter. Die Aufgabe der Abteilung war zunächst einmal die Erstellung von meteorologischen Gutachten zur Luftqualität als Folge von Emissionen aus Industrie- und Gewerbeanlagen. Und hat sich aber schnell gezeigt, man braucht auch Forschung dazu und es kam also dann auch sofort der Titel Grundlagenforschung für die Zwecke des Umweltschutzes dazu. Wir hatten damals zur Verfügung eine gewisse Expertise zur Theorie der Schadstoffausbreitung in der Atmosphäre. Es gab bereits die Luftqualitätskriterien SO2 von der Akademie der Wissenschaften 1975. Ja, und welche Werkzeuge hatten wir dann? Jetzt wird es schwierig. Also wir hatten ein Programm zur Berechnung der Schadstoffausbreitung auf Basis des Gauss-Modells. Wir konnten also für einzelne meteorologische Situationen, Ausbreitungsbedingungen, Berechnungen durchführen. Das Modell hatte natürlich keine chemischen Umwandlungen, ebenes Gelände, ungestörte Ausbreitung, keine Deposition. Es gab an der ZAMG damals eine Großrechenanlage, so genannt nach aus heutiger Sicht, die IBM 1130. Und man durfte sie, wenn man die Genehmigung dazu bekam vom Direktor, mit Lochkarten bedienen. Aber nicht jeder durfte das. Man musste einreichen, dass man das machen durfte. Wir hatten dann obendrein noch eine elektrische Schreibmaschine. Und für alle, die also nicht mehr mit normalen elektrischen Schreibmaschinen gearbeitet haben, also Berichterstellung war damit doch etwas schwierig, weil wenn eine Seite fertig war, dann war sie fertig. Und wenn man dann entdeckt hat, dass man irgendwas Wichtiges vergessen hat, etwas ergänzen will, na, dann musste die Seite halt noch einmal geschrieben werden. Zum Glück gab es dann eine geniale Erfindung, das war das kopierbare Tixo. Das war dann ein Riesenfortschritt, weil man konnte die Seiten zerschnipseln und irgendwelche Absätze neu schreiben und dann hinein kopieren, also kleben und dann kopieren und dann war eine neue schöne Seite vorhanden. Also es war doch etwas kompliziert, das Erstellen der Berichte. Und obendrein, es gab keine Grafikprogramme. Wir mussten die berechneten Ergebnisse mit der Hand grafisch darstellen. Und ein so ein Beispiel habe ich herausgefischt. Eine schöne, man sieht das, also wie schön handgezeichnet, es war wunderbar. Also wirklich, es waren wunderbare Zeichnungen, die da abgegeben wurden, auch in Gutachten gestanden sind. Also eine Konzentrationsverteilung für eine bestimmte Ausbreitungssituation. So ungefähr hat das ausgeschaut.
Es gab dann eine gravierende Änderung im Jahr 1978. Da wurde die neue Rechenanlage Cyber 171 in Betrieb genommen und man konnte von den Lochkarten wegkommen zu einem Bildschirmbetrieb. Aber es war noch immer nicht, also der Bildschirm, wie man es jetzt gewohnt ist, beim Arbeitsplatz, sondern es gab einen heiligen Raum, den sogenannten Terminalraum, da waren ein paar Bildschirme aufgestellt und ausgewählte Personen aus dem Haus durften diese Bildschirme bedienen. Wir Glücklichen gehörten dazu. Trotzdem waren also natürlich die Arbeitsbedingungen dadurch wesentlich erleichtert und es gab dann sehr starke inhaltliche Entwicklungen und auch ein Anwachsen der Arbeitsgruppe. Wir haben dann zahlreiche Programmentwicklungen durchgeführt, entsprechend der konkreten Anfragen zu Schornsteinhöhen, Einhaltung von Emissionsgrenzwerten, Standortfragen. Nicht nur einzelne meteorologische Situationen konnten dann gerechnet werden, sondern auch statistische Betrachtungen und Ausbreitungsstatistiken, Emissionsklimatologien wurden erstellt. Und wir haben dann auch nach außen geblickt. Es gab ja international ähnliche Entwicklungen und Ausbreitungsmodelle wurden an vielen Orten entwickelt und bereitgestellt. Und wir konnten uns dann auch von der EPA, der Environmental Protection Agency der USA, also Modelle nehmen, haben dann auch das Thema Schwergasausbreitung bearbeitet, Gebäudeeinfluss. Und dann gab es auch noch ganz wesentlich eine Entwicklung von Plotterprogrammen zur grafischen Darstellung der Ergebnisse. Ein Programm, das über die Zeiten geschafft hat, das musste ich zeigen. Die Helga lacht. Das ist ein Programm zur Erstabschätzung, wieso eine geplante Anlage sich auf die Umwelt auswirken wird. Also die Maximalkonzentrationen sind hier aufgetragen in Abhängigkeit von den verschiedenen Ausbreitungsklassen, Ausbreitungsbedingungen, meteorologischen Situationen, einfach gesagt. Das Programm findet immer noch Verwendung als Screening. Dann wurden unsere Arbeiten sehr stark natürlich unterstützt durch Messungen. Es wurden Fesselballonsysteme und Sonden angeschafft zur Vertikalsondierung der Atmosphäre. Das war besonders wichtig für Arbeiten, die in Tälern oder Beckenlagen zu tun hatten, wo man einfach die Vertikalschichtung auch besser misst, damit man weiß, woran man ist. Ebenso nahm das Sammeln und Aufbereiten von Messdaten, nämlich projektbezogen, sowohl meteorologische als auch Emissionsmessdaten für einzelne Gutachten und Projekte, immer einen größeren Raum ein. Ja, wenn der hier sitzt, kann davon reden. Schließlich im Dezember 1985 wurde dann die Abteilung für Umweltmeteorologie formal in der Anstaltsordnung der ZAMG festgehalten mit der Leitung Helga Kolb und mich als Stellvertreter. Nur um zu einige Beiträge, es sind lange nicht jetzt alle Beiträge, ich habe da eine kleine Auswahl getroffen, zu erwähnen. Also es gab ein Forschungsvorhaben zur Schadstoffausbreitung aus Garagen. Also damals sind wir auf Dächern ungesichert, muss man sagen, herumgeklettert und haben also CO-Fühler ausgelegt. Und also heutzutage wäre das undenkbar und Messungen gemacht und Berechnungen. Emissionsschutzplan Tullnerfeld war eine wichtige Arbeit, also Kraftwerk Dürnrohr, das seine Emissionen gedrosselt hätte bei bestimmten Überschreitungen der Grenzwerte, Luftreinhalteplan Wien, dann nach dem KKW-Unfall in Tschernobyl, also die Analyse der meteorologischen Aspekte zur Schadstoffausbreitung, Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf hat uns auch einige graue Haare beschert, dann wurde infolge des Tschernobyl-Unfalls auch ein Modellsystem entwickelt und eingerichtet im Auftrag des Strahlenschutzes, das sogenannte TAMOS-Modellsystem zur Abschätzung, Emissionsabschätzung bei nuklearen Störfällen. Und es wurde auch das teilautomatische Wettererfassungssystem der ZAMG aufgebaut mit Mitwirkung. Dann einige, es gab zu jener Zeit auch sehr viele Arbeitskreise, die sich zur Luftqualität in irgendeiner Beziehung standen und einige davon möchte ich nur herausgreifen, auch nicht lange alle. Also die
Entwicklung der ÖNOM M9440, Schornstein-Mindesthöhenberechnung, der ÖNOM M5666, Bildung und Auswertung von Emissionsmessdaten, die Entwicklung der Richtlinie für die Tierhaltung in Großstallungen, Perzentiluntersuchung zur Überführung der von der Akademie der Wissenschaften vorgeschlagenen SO2-Grenzwerte in statistische Kenngrößen, die Forschungsinitiative gegen das Waldsterben durch den sauren Regen damals, die Entwicklung des Staubkriteriums der Akademie der Wissenschaften und der Bundesländerarbeitskreis zur Erfassung, Bewertung und luftfremder Stoffe sei erwähnt. In internationalen Arbeitskreisen haben wir dann beim European Tracer Experiment bei der Planung des Experiments mitgewirkt und auch die Ausbreitungsrechnungen, also unsere, eingeschickt. Und dann im Jahr 1993 begann auch die Mitarbeit bei COST 710, Harmonization in the Pre-Processing of Meteorological Data for Dispersion Models. Wir sind jetzt dann beim Jahr 1993 gelandet. 1993 legt die Helga die Leitung der Abteilung zurück. Und ich habe die Leitung dann bis 2009 übernommen. Und seit 2009 leitet Dr. Martin Pieringer die Abteilung. Leider kann er heute nicht da sein, weil er im Spital liegt. Und hier noch ein wunderschönes Bild, das aus einem Baum, der also 2013 so ausgesehen hat, mit wunderbaren Blüten. Und die Blüten, das sind die Fotos der einzelnen Mitarbeiter. Die Mitarbeiter, die auf dem Leichtmast abgebildet sind, das sind die, die zu deiner Zeit, überwiegend zu deiner Zeit, in der Abteilung waren. Unten noch ein paar Namen, da hatten wir leider keine Fotos. Und die Mitarbeiter, die dann auf dem linken Ast sind, sind die Mitarbeiter, die dann später dazugekommen sind, bis zum Jahr 2013. Das Ganze stammt also 2013. Liebe Helga, ich danke dir für die vielen Jahre einer guten und vergnüglichen Zusammenarbeit. Und ich wünsche dir für die kommenden Jahre alles Gute und viel Erfolg. Ich wollte aber doch zeigen, also die Umweltmeteorologie ist damals entstanden und blüht und gedeiht heute noch immer unter der Leitung von Martin Pieringer. Und er hat diesen Beitrag gestaltet, also er ist leider diese Woche verunglückt mit dem Fahrrad. Also ich werde kurz die einzelnen Beiträge durchgehen. Also hier ein kleiner Überblick über die, falls eine radiologische Notstandssituation ist, hat die ZAMG natürlich wichtige Aufgaben. Wir machen immer noch Berechnungen mit dem TAMOS, TAVIS-Modellmutz-System war der ursprüngliche Name, das hat sich natürlich schon stark weiterentwickelt und liefern die berechneten Ergebnisse an das staatliche Krisenmanagement in der Notsituation. Es werden Wetterbilder geschrieben und es wird natürlich während der gesamten Phase durch die ZAMG eine Unterstützung gegeben. Ein Beispiel, wie so Ausbreitungsrechnungen für diese Notfallsituation ausschauen. Es werden Trajektorien gerechnet, hier sind 48-stündige Vorwärtstrajektorien. Also Dukovany ist nur eine Fiktion, das ist jetzt also ein synthetischer Fall. Und die Berechnung der zeitintegrierten Konzentration über 24, 48 Stunden und die Berechnung der trockenen und nassen Deposition auch über die beiden Zeiträume. Also weil es nicht geregnet hat, unterscheidet sich das nicht sehr stark. Auch bei kleinräumigen Unfällen mit toxischen Stoffen ist die ZAMG involviert und auch die Abteilung. Und es gab eine starke Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, die ja im Anlassfall rasch ein erstes Screening brauchen. Und da zeigt also das Bild eine Erstberechnung. Man sieht, das ist also Basis-Gauss-Modell. Das geht am schnellsten und zeigt eben dann
ungefähr, wie so eine Schadstoffausbreitung sein könnte. Aber wir sind natürlich auch mit komplexeren Modellen befasst und da gab es eine internationale Studie, in der viele Modelle verglichen wurden und mit Windkanalstudien, und das ist eine Windkanalstadt, also von der Universität Hamburg, der Windkanal, und darüber gelegte Konzentrationsfelder, die mit MISCAM-LASAT, also von uns berechnet wurden. Und als Beispiel, also wir sind nicht nur am Gauss. Dann, das gibt es zurzeit eine Weiterentwicklung der Ö-Norm, M9440. Die Ö-Norm M9440 ist ja formuliert für Gauss-Modell und eigentlich in der Praxis werden jetzt im gutachterlichen Verfahren meist andere Modelle, zumindest auch, aber meist auch verwendet, also primär verwendet. Und es soll als eine Anleitung geschrieben werden, unter welchen Randbedingungen diese Modelle eingesetzt werden können. Dann hat sich natürlich auch der Messpark wesentlich erweitert. Also wir hatten Fessel, Ballon, Soda, jetzt haben wir RAS. Das heißt, das RAS misst auch die vertikale Temperaturverteilung, hier abgebildet, und Silometer, die uns auf der Basis der Aerosolverteilung Mischungshöhen liefern und Bewölkung. Und ein Beispiel ist hier gezeigt, an den Bergstationen Feuerkogel, Horsonblick und Dobratsch wird die Luftqualität gemessen, also von den Ländern und vom Umweltbundesamt. Und die gelben Punkte zeigen Standorte des ZAMG-Silometers. Und man kann damit zum Beispiel sehr gut sehen den Transport von Sahara-Staub von der Höhe zum Messstation am Dobratsch. Das ist hier diese Linie, also das sind ist der Sahara-Staub, das Grüne, und wie das langsam dann zum Boden geht. Und ebenso am Feuerkogel auch sichtbar. Also man kann da sehr gut diesen Transport verfolgen. Und wir sind aber nicht nur beim Messen, es wurde auch eine chemische Wettervorhersage entwickelt, also eine Kopplung von Chemie, Ausbreitungsmodell, Chemiemodell mit dem Wettervorhersagemodell des ECMWF. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, diese Grafik zeigt, wie sich eben der Sahara-Staub da quer über Europa ausbreitet, transportiert wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.